Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, und zu der Suche nach den beiden Immigranten. Omas Haus können wir später machen. Blumenpflücken. Ja. Drohne? Was kommt jetzt schon wieder alles hier angeschleppt? Gar nichts. Was passiert, wenn man da bei der Tür ist? Habe ich gerade erstmal rückwärts die Brücke runter. Warum nicht? Ich hasse die Fahrtmusik von dem Fahrzeug. Oh nein, oh nein, oh nein. Tod. Wir haben zwei rasende Edskulias gerade. Ich sehe kein Problem. Oh, ich bin jetzt auch mal da. Habt ihr alle Freunde? So, wir haben jetzt alle Teile. Wie bekommen nicht die neuen? Wollen wir gerade sagen? Wir müssen die Klappmann es zu ihm hinbringen. Nee, bei mir kam gerade nach Erledigung der letzten Aufgabe halt nicht sofort mit die nächste. Also mit den nächsten Schritt. Ey, warte. Mal die Klamotte. Ja, ihr könnt eigentlich da bleiben. Ich liebe. Weil hier müssen wir sowieso gleich wieder sammeln. Für Mel. Ich will aber den Dialog hören. Den hören wir auch so. Ach so. Nicht unbedingt. Na, also wird der da sowieso also wieder über Dings hier quatscht. Warum liegt hier ein toter Bullymonk? Weil du ihn getötet hast. Nein. Doch. Direkt beim Tor nicht. Du willst es bloß nicht zugeben. Ich bin da gerade erst hingefahren. Und hast ihn wahrscheinlich überfahren. Nein, der ist verbrannt. Der sei ja vom Gummi überrollt worden. Du kannst doch auch mal warten, Mensch! Ist ja nicht so, dass andere Leute Dialoge hören möchten. Nein! Seit wann? Seitdem wir Borderlands aufnehmen. Ich kann gerade nicht sehen, ob ihr da seid. Du jetzt angenommen? Ich weiß, warum ich mich noch nicht wie ein Mensch fühle. Ich habe keine Gliedmaßen. Ich habe gehört, dass diese Banditen Gliedmaßen übrig haben. Frag sie doch nach welchen. Das ist so vielen Ebenen. Das ist einfach schwarz. Das ist so schwarz, es könnte Baumwolle gehen. Das soll an Pinocchio anlehnen. Ich weiß, dass es an Pinocchio anlehnen soll, aber Der Humor, der da mal mitschwingt, der ist einfach so abgrundtief schwarz. Das ist doch super. Schwarz ist da hinaus. Ja. Es ist Borderlands. Schwarz, schwerter Nigger. Hey Mann, es gibt sogar eine Torch-Waffe, die hier Schwerter schießt. Die will ich haben. Ja, dafür müssen wir erst das DLC spielen. Scheiße. Ja, yeah, okay. Bad, ja.
Badasses und Bunkers. Bunkers und Badasses? Bunkers und Badasses heißt es. Und nicht Badasses und Bunkers. So, auf jeden Fall eine Waffe, die Schwerter schießen kann, damit hast du mich schon geködert. Na gut, dort bekommst du auch Granaten, mit denen du Zaubersprüche aussprichst. Ja. Okay, also die, mit diesem DLC, also wenn das jetzt alles in diesem einen DLC sein soll, habt ihr mich echt damit geködert. Ja, ist es echt. Ja. Am besten sind die Slack-Waffen. Wir könnten mit dem Level, was wir haben, könnten wir eigentlich schon das DLC starten. Nein. Erstmal. Könnten wir, aber lass uns erstmal die Hauptstory, wenn dann irgendwie, vollenden. Ja, ich muss erstmal Waffe wechseln. Wenn hinter mir noch was ist. Weil du auf Ärsche stehst? Nein, nicht wirklich. Auf was steht denn der junge Herr denn? Brüste. Eine gute Wahl. Ich stehe auf Schwänze. Ja. Okay, 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 sorry. Wo ist mein Auto? Da, wo du es abgestellt hast. Da stand es. Dominik. Der Wichser. La 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 la. Der miese Wichser. Der miese Wichser. Ja, Entschuldigung, das ist halt mein Beruf. Ja, eindeutig. Ich bin selbst ein anderer Wichser. Deswegen muss ich sie anwichsen. Das klang gerade auf so vielen Ebenen falsch. Gefällt mir. Warum nicht? Warum nicht? Da komm mal zu hey. Dackel. Laufen ist doch auch was Schönes. Du kannst dich mal bewegen. Alter, das Spiel will mich verarschen, Alter. Diesen kleinen, räudigen Abhang kommt ja nicht hoch. Ja. Das war dein, was wir erwarten. Da. Die, Bitch. Die. Gib mal Gliedmaß. Deine Waffenautomaten schaffen nicht mehr Arbeitsplätze. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Na, keine Sorge, du bist nicht ganz verloren. Hoffe ich einfach mal. Gibt noch Hoffnung für dich. Oh, Sonne. Noch ein paar Minuten weiter und du bist direkt auf dem Fernseher. Ja. Das habe ich zum Glück nicht, das Pech. Ja, ich muss gleich noch mein Fenster verhängen. Da ist ein Auto. Zerstör's. Schnell. Jetzt muss ich sagen, mal gucken, wer zuerst da ist. Ihr mit Auto oder ich zu Fuß? Willst du wirklich wetten? Ich weiß, wo du eben warst. Ich weiß, wo ich gleich bin. Du bist aber lange noch nicht da. Soll ich dir mal helfen? Was hat der Oma? Ui, ich bin so schnell. Dann lauf mal schön weiter. Ich fliege über Berg und fickt euch. So, Dominik, da du eben so einen Arsch warst und mein Auto kaputt gemacht hast, nehme ich die Mission gleich an. Ey, oder gebe ich sie ab? Video. Also. Jetzt musst du warten. Hättest mich ja mitnehmen können. Nö, du wolltest schneller sein als ich. Ich habe nicht gesagt, dass ich schneller bin. Ich habe nur gesagt, mal sehen, wer schneller ist. So, dann verhänge ich mal eben mein Fenster. Und dafür muss ich kurz mal mein Headset öffnen. Warum? Polymon, warum nicht?
Schnitt aufgeschnitten. Mein Gott, das ist auch wieder eine Arschlangenstrecke. Das nächste Mal nehme ich ihn. Darf ich mal erwähnen, dass der Soundtrack von Iridium Blind eigentlich ziemlich cool ist? Und noch ein Gesch. Diese Autogun muss man einfach lieben. Ich stimme dem einfach mal voll und ganz zu. Ey, der Typ hat aber auch eine Ausdauer. Das sieht irgendwie recht merkwürdig aus. So, erfolgreich abgehängt. Ja, diese Gliedmaßen sind eindeutig die besten. Menschheit, ich komme. Hallo, ich bin ein Mensch. Ich nehme Nahrung zu mir und ich begehre Dinge. Ich habe Kreditkartenschulden und eine Frau, für die ich nichts empfinde. Also mit dem Gesicht, deine Mutter hat dich definitiv nicht geliebt. Mir ist eins klar geworden. Ich begreife nun, dass Menschsein nichts mit Kleidung oder einem Gesicht aus Fleisch und Blut zu tun hat. Auf Pandora bedeutet es, dass man versucht, andere Menschen umzubringen. Also, stirb! Besieg mal. Danke für deine Hilfe. Wenn ich dich ermord, aua, das hat wehgetan. Moment, Menschen empfinden Schmerz. Ich habe Schmerz empfunden. Ich bin ein Mensch. Ich bin, dieser Kampf hat richtig Spaß gemacht. Komm jederzeit wieder, dann wiederholen wir das. Echt jetzt? Was ist das denn für eine Waffe? Wo ist die Liebewaffe? Wo ist die Liebewaffe? Da. 3000%. Oh, bitte, bitte sag, dass sie so ist wie meine allererste, die ich von ihm hatte. Aber oh, die allererste war so geil. Würde ich dich belügen? 50% Liebe. 3000 Schaden. Wie schießt deine? Davon gibt's 100. So. Meine auch so. Ui. Das ist eine Pistole. Ich bin am überlegen, was ich nehmen soll. Nehmen sie einfach. Auch noch hier 4, 48 Schaden, ne? Ich nehme die Schrotflinte. Also ich habe 48 Schaden. Ja. Deine auch? Ja. 48 Schaden, 66,7 Genauigkeit, 0,2 Feuerrate, 0,1 Ladegeschwindigkeit. Magazin 1975. 1968. Ich werde mit Liebe beschossen. Ja, nur Liebe Liebe bedeutet, dass sie halt zum Feind hingehen und nochmal zurückkommen. Ich hatte schon mal eine geilere von ihm. Das Lustige ist, mein... Fickt euch. Erzähl ruhig weiter. Wir hören dir gespannt zu. Warte. Okay, hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Das ist eine Falle, hör gar nicht hin. Aber es geht um meine Oma. Ich habe ihr draußen in Iridium Blight ein Häuschen gebaut. Und du müsstest mal nach ihr sehen. Total sicher, ne? Mhm. Und hier liegen wieder tote Bodyguards. Das kam gerade sehr gut. Du musst schon mit dich, du musst schon vorne bleiben. Ich werde hier die ganze Zeit rum. Ich die ganze Zeit rum. Sah auf jeden Fall sehr witzig aus, wie du gerade hin und her geglitscht bist. Yay, Blümchen pflücken. Mhm. Warum schießt du aufs Auto? Um was zu tun? Er will zerstören. Also ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht verliere. Oder aus Versehen mit ihm in die Lava fährt.
Nee. Ich muss am Sonntag aufpassen, dass ich keine Abkürzung nehme, weil jetzt glaube ich eine 3-Sekunden-Strafe. Und das mit. Und dann muss ich Zeit rausfahren. Was hast du ja erst einmal gesagt? Wie weit darfst du gerade mal drüber stehen und dann kriegst du schon abgezogen? Ich darf gerade mal mit zwei Rädern etwas stärker die Klops nehmen. Blume. Sammel Blume ein! Blume! Was ist Blume? Ah, Blume. Sammel du doch. Oh, wunderschön. Blume. Wie schön, dass das alles vor dem Haus ist, ne? Die Blume. Hm. Hey. Meine. Hey. Ich habe jetzt im ersten Moment gelesen, töte Oma. Sind da Banditen an Grandmas Haus? Oh, heilige Scheiße. Lass knacken mit dem Packen. Echt jetzt? Bin ich der Einzige, der diese Waffe gerade so abgrundtief scheiße findet? Ja, die ist öfters mal scheiße. Bloß es gibt auch eine gute Version davon. Die ist echt geil. Die verschießt Nadeln. Und das irgendwie. Die hatte 3000 Schaden und das mal 5. Och, die war so geil. Und ich habe die verkauft. Ich hätte mir so in den Arsch beißen können. Du kannst sie doch zurückkaufen. Ja. Hast du die Banditen umgelegt? Konnte ich nicht mehr. Okay. Hoffentlich ist alles okay. Ja, so. Warum kommt man nicht weit? Geh mal rein. Hier hinten bei mir. Ach so, ja, hinter Eingang. Wir haben Oma getötet. Ihr Schweine. Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, du könntest diese Banditen umlegen, bevor sie die alte Grand umbringen können. Und weißt du was? Ich muss sie jetzt nicht mal mehr bezahlen. Also, vielen Dank, du Pfeife. Also ich sag dazu nur eins. Erst nehmen wir seine Tochter, jetzt seine Oma. Danke für die Hilfe, Mann. Ich leg dich trotzdem um. Wenigstens ist er konsequent, ne? Ja. Ah ja, eins wollte ich ja euch noch zeigen. Kommt ihr? Ja, wir kommen ja schön. Der springt hier wieder auf meinem Kopfbein herum. Ja, lauf schneller. Wo war das? Wo war das? Arschgesicht, jetzt geht er weg! Das stell dich davor, Mann! Wir müssen nicht weit. Wann mal so, dann da lang. Ging's hier schon hoch? Darüber. Müssen sowieso zu Fuß laufen. Ja, aber mich hier festparken, ne? Boah, Frau, ey. Ich weiß. Ja. Na, jetzt bin ich ja gespannt, ich bekomme dafür nicht mal eine Entschädigung. Ein Jump'n'Run. Och nein. Der hat das letzte auch schon gar nicht hingekriegt. Was für ein letztes? Das mit dem Schalter. Was ich gekonnt nicht rausgeschnitten habe. Das ist einfacher. Viel einfacher. Ein Dummlik hat definitiv Flöhe gefressen. Nein. Ich wollte gerade sagen, da fällt mir ein, da siehst du, stimmt ja, da war irgendwas gewesen hier. Irgendwas hatte ich da mal gesehen gehabt. Vorsicht, Wand. Ja, die geht nicht ganz dran. Ja, ich bin gerade erschrocken. Ist der hier schon? Nein.
Kommst du in der hinterher? Oh oh, fuck! Oh, das war knapp. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte gerade sagen, wir springen genau in dem Moment, wo das scheiß Ding unterhält. Ja. Nee, siehst du, das war irgendeine Kreatur. Na toll, jetzt habe ich nach vorne laufen. Affgesicht. Willst du mich verarschen, Lava? Ich geh da auf jeden Fall nicht hin. Ja, Frau. Durchhalten. Das rechne ich dir hoch an. Genau, das rechne ich dir hoch an. Ups. Ach, mach ich so. Komm, wir warten erstmal auf ihn. Und beobachten das Schauspiel, dass er nochmal in die Lava springt. Wann? Ich hab gar nicht mitgekriegt, wann der in die Lava springt. Ich Sack lecken, ey. Eben hier, wo wir noch zurückgeblieben sind. Ach so. Ich hatte erst gedacht, der ist schon weitergelaufen. Ne, irgendwo japet gerade hier in diesem Lava-Gebiet eine Stelle, wo du über einen Lava-Wasserfall rennen musst, und dann war da irgendeine Kreatur gewesen. Eine übelst schlimme, wo du, glaube ich, sogar eine. Wie heißt die Dinge? Ein Skin, Chris. Was, ein Skin? Ja. Lauf, Dominik, lauf! Warte, oder schnell. Ja. Vorsicht, hier musst du aufpassen. Ach, da hattest du nochmal Glück. Oh ja. So, da ist er. Hey. Was? Was ist das? Kopf. Der hatte ich auch noch nicht. Da kam gerade irgendwie. Was hast du da überhaupt noch? Gehört Kommando. Der gibt ihn. Ja, ich hab. Ich glaube, oh, du bist ein Arsch, ey. So, hier ist das genauso spaßig. Ne, den Kopf habe ich gar nicht gesagt. Irgendwie wird mir gerade schlecht bei der Schräge. Ich werde gleich wieder krepieren. Hey, wer hat's gedacht? Handy halt die Fresse. Oh, Kiste. Oh. Nein! Verdammt. Komm zurück! Ey, die Lava war weg. Da kam noch so ein Lava-Spritzer, Funke, was mich sick. Der dich dann gemacht hat. Renn du vor. Bitte. Angst. Ich hab mal die Munition gesammelt. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Ich hätte jetzt so Gegner Badass. Wäre ich jetzt in der Luft getroffen worden. Ja. Dann kriegt hier halt eine Herausforderung. Also Badass-Punkte. Ja. Runter geht dazu dafür umso einfacher. Guck, hab ich doch gesagt, ist einfacher als den im Dings. Dominik hat Flöhe gegessen. Er springt hier immer rum wie so ein Grashüpfer. So ein krasser Hüpfer. Jetzt fängt die damit auch an. Aber habt ihr Flöhe gegessen also? Ja, es geht hier aber bergab schneller. Philipp nicht wirklich, also genau auf dem gleichen Tempo. Ich hab sogar Dominik weiter eingeholt. Ja, weil ich auch gerade gegen was gelaufen bin, du Idiot.
besser. Aha. Warte, ich muss da lang. Oder wann mal, wo geht's am besten lang? Macht Spaß, du Jude. Nee, Jan ist der Jude, ich bin der Nazi. Nein, du bist jetzt auch der Jude. Nein. Da. Betz. Betzi. Hupp. Das sah gerade ziemlich geil aus, Alter. Abrupt stehen geblieben und durch über mich rübergeflogen. Mhm. Kann man der scheiß Statue also nicht einfach eine Granate unter den Arsch packen? Nein. Schade, die gefällt mir nämlich nicht. So, dann bin ich ans Ende der Welt. Jetzt spielen wir Dämonenjagd und darauf freue ich mich. Und dafür brauchst du wirklich eine Slagwaffe. Weil sonst bist du richtig am Arsch. Ja. Ich hab eine. Wisst ihr noch unseren süßen Hundi? Ja. Mama ist da. Hey. Cool. Den schauen wir uns Mama aber erst in der nächsten Folge an, würde ich meinen. Ja. Die Folge ist nämlich schon wieder vorbei. Mein Jott, ja, ich muss erstmal Money holen. Im Flug rum. Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, schaltet auch das nächste Mal wieder. Was piept hier so? Egal. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt. Boah, 1, 2. Bis zum nächsten Mal und ciao.